größten Frechheit hätte, weil, und das muss ich auch sagen, wenn er rausgeht, sich das anguckt und dann diese Entscheidung trifft, dass berührt wurde, dann sage ich, ist alles in Ordnung. Dann hat er das dann sehen. Aber zu sagen, ich gucke mir das gar nicht erst an, und das in so einem Spiel, wo es auch um so viel geht, also es geht dann wirklich nur um das eine, ums Weiterkommen. Für uns geht es dann auch mal um eine ganze Menge Kohle. Also es ist nicht einfach nur, dass wir herkommen und sagen, wir wollen hier ein schönes Spiel spielen. Für uns geht es um eine ganze Menge. So, und das dann so abzutun, finde ich schwierig. Ich finde den Videoschiedsrichter sehr gerecht, er macht den Fußball gerechter, er macht in vielen Situationen, haben wir mittlerweile erlebt, das Spiel besser. Aber wir müssen uns ja nicht darüber, wundern, wenn wir darüber Diskussionen führen und jemand sagt, wir fühlen uns alle verscheiße. Weil es dann immer eine neue Begründung gibt, warum irgendwas nicht gemacht wird. Und ich glaube, dass man die Möglichkeit hat, man hätte die Möglichkeit gehabt, es zu sehen, man hätte es in der Super Slow Motion sehen. Ich habe es beim zweiten Mal gesehen und ich bin der Meinung, dass es dann eben eine klare Fehlentscheidung war, die uns dann wirklich zum Nachteil gereicht.